Die UEFA hat ihre 11 Kandidaten für die Wahl zum Tor der Saison 2017/18 bekannt gegeben. Die Traumtore, die zur Wahl stehen, fielen jeweils in unterschiedlichen UEFA-Wettbewerben. Die Wahl läuft bis 27. August. Hier geht es zur Abstimmung. Aus der Champions League schaffte es Cristiano Ronaldo mit seinem Fallrückzieher für Real Madrid im Viertelfinale gegen seinen jetzigen Club Juventus Turin in die Auswahl und stach damit das Finaltor seines ehemaligen Teamkollegen Gareth Bale gegen den FC Liverpool aus. Darum kann Bale Ronaldo bei Real ersetzen. Das schönste Tor in der Europa League erzielte der Meinung der UEFA-Verantwortlichen nach Olympique Marseilles Dimitri Payet im Viertelfinale gegen RB Leipzig. Außerdem mit in der Vorauswahl, Christian Eriksens Treffer in den Playoffs der EM-Qualifikation zwischen Dänemark und Irland. 2015 und 2016 gewann Lionel Messi vom FC Barcelona die Fanwahl. 2017 sicherte sich Mario Mandzukic für sein Tor im Champions League-Finale gegen Real Madrid die Auszeichnung. Alle Kandidaten: Lucy Bronze, Lyon 1-0 Manchester City, UEFA Women's Champions League Semifinals, 29-04-18 Olga Carmona, Schweiz 0-2 Spanien, UEFA European Women's Under 19 Championship Group Stage, 21-07-18 Elis Andrup, Sporting CP 2-5 Inter FS, UEFA Futsal Cup Final, 22-04-18 Elliot Embleton, Türkei 2-3 England, UEFA European Under 19 Championship Group Stage, 17-07-18 Christian Eriksen, Irland 1-5 Dänemark, European Qualifiers Playoffs, 14-11-17 Paulo Estrela, Porto 5-1 Beşiktaş, UEFA Youth League Group Stage, 13-09-17 Eva Navarro, Deutschland 0-2 Spanien, UEFA European Women's Under 17 Championship Final, 21-05-18 Dimitri Payet, Marseille 5-2 Leipzig, UEFA Europa League Quarterfinals, 12-04-18 Gonçalo Ramos, Slowenien 0-4 Portugal, UEFA European Under 17 Championship Group Stage, 07-05-18 Ricardinho, Portugal 4-1 Rumänien, UEFA Futsal Euro Group Stage, 31-01-18 Cristiano Ronaldo, Juventus 0-3 Real Madrid, UEFA Champions League Quarterfinals, 03-04-18